Ein herzliches Willkommen und hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play The Burning Crusade mit mir, dem Nature. So, Dalle, wir sind auf dem Weg, beziehungsweise die letzte Quest im hier im Hinterland zu machen. Und zwar geht es darum, Gamarita zu töten, weil sie hat den Köder des Anglers verschluckt. Und den sollen wir natürlich zurückholen. Böse Schildkröte, verschluckt die einfach den Köder. Ja, da hat sie aber auch verdient, dass dann Schildkrötensuppe aus ihr gemacht wird. Würde ich jetzt mal sagen. Müssen wir sie nur finden. Die ist wahrscheinlich jetzt am ganz anderen Ende des Strandes. Irgendwo, ganz weit weg, ist die Gute bestimmt. Na, die muss doch hier irgendwo sein. Ich habe mich immer gefragt, was das hier für eine verlassene Trollhütte ist. Warum da keiner drin wohnt. So, wo ist sie denn? Slard. Das gibt's doch nicht. Hat die jemand getötet gerade oder bin ich einfach zu blind? Oder wandert die bis da oben hin? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir hier an der nördlichsten Stelle, wo die sein kann. Ja, wir reiten nochmal nach unten. Wenn sie nicht da ist, dann ist sie halt nicht da, würde ich sagen. Vielleicht hat sie ja auch der andere, der übermütige Paladin, ja getötet. Und sie ist schon wieder despawned oder er hat sie gekirschnert oder so. Das wäre dann natürlich nicht so gut, aber wie gesagt, dann lassen wir die Quest halt einfach gut sein. Ich meine, Level 51 sind wir ja. Von daher ist das nicht so das Problem. Hallo, Gamarita. Wo bist du? Da ist sie. Ah, siehste. Doch noch gefunden, die Gute. Beziehungsweise die Böse. Ist ja eine böse Schildkröte. Ja, nutzt mal die Gelegenheit, auf mich draufzuschlagen, ihr Mobs. Wird die letzte sein. Ab nächstem Level tankt wieder unser Lehrwandler für uns. Beziehungsweise nicht ab nächstem Level, ab. Sobald wir wieder in Ukrama waren. So, was können wir denn hier wegtun? Ja, die Stiefel hier, die verrottenden. Und wir haben hier den roten Picknickkorb bekommen. Oder oh, das sind gelbe Items, sag ich schon. Zu viel Diablo gespielt und ein paar Drecksler in letzter Zeit. Da ich da schon gelbe Items draus sehe. Die sind nur schlecht, die können wir alles wegtun. Den Stoff, den bunkern wir dann natürlich wieder. Für unser Endziel, Schneider zu werden irgendwann. Das ist ja unser Lebenstraum. Als einfacher Ork im Startgebiet sind wir aufgebrochen in die große Welt, um der beste Schneider von ganz Azeroth zu werden. Natürlich nicht. Wir sind ja aufgebrochen, um der größte und schreckliche Hexenmeister zu werden, den ganz Azeroth je gesehen hat. Nicht um Schneider zu werden, sowas. Gut, die Quest haben wir auch geschafft. Dann porten wir uns mal runter nach Kromgol, von wo aus wir dann nach Beutebucht fliegen können. Und Jip. Weg sind wir. Ohne Ladebalken hier. Sogar. Krass. Ach Quatsch, eine Quest haben wir sogar hier in Kromgol abzugeben. Verrückt. Stimmt, das war hier diese grausige Botschaft. Haltet euch. Quest abgeben. Ja, gab noch. War halt niedrigstufig, dadurch gibt es hier nur 2,4k. Aber immerhin besser als gar nichts, ne? So, und dann ab nach Beutebucht. Ja, eines der letzten Male, dass wir jetzt hier im Schlingdorntal sind fürs Erste. Wir langen jetzt ja eher in den Norden, sowohl auf diesem Kontinent, also in den sowohl in den östlichen Königreichen, als auch auf Kalimdor, weil wenn wir dann mit den Pestländern soweit ein bisschen durch sind, und so bei Level 56 oder sowas, schätze ich mal, dann sind, dann machen wir nochmal einen kurzen Abstecher nach Winterquell.
Einfach weil ich Winterquell auch ziemlich mag als Questgebiet. Und werden da noch so ein bisschen das Land unsicher machen, sodass wir da dann, denke ich, auf 60 kommen werden. Und damit Level 60 geht's frisch in die Scherbenwelt, Freunde. Und da gilt es dann, die letzten 10 Level zu meistern. Ja, das werden wir schon hinbekommen, irgendwie. So, haben wir jetzt noch Quests fertig? Das ist alles in den Tausendern. Das können wir ja auch mal abbrechen hier. Das brauchen wir eh nicht mehr. Werden wir wahrscheinlich auch nie machen. Zack, hier ist Dolis Schuld. Wir gehen nach Tanar. Das gehen wir sowieso nicht. Zu Farrakh ist auch eher unwahrscheinlich, dass wir das noch machen. So. Alles klar, damit haben wir das geschafft. Und da unten haben wir den kleinen Hey, wie Säufer. geht's? Man sieht sich. Zack, 16.000 EP. Perfekt. So, dann heißt es jetzt ab nach Ratchet. Gucken, ob es da eine Quest gibt beim Hexenmeister Obermachi. Und dann weiter nach Orgrimmar. Heute wieder ein bisschen, also jetzt mal wieder ein bisschen eine reine Quest abgebe und Lauffolge. Kann man Orgrimmar wieder gucken, ob es ein bisschen kleinere Upgrades oder so gibt fürs Equipment. Ist ja auch durchaus wichtig, dass man darauf als modebewusster Hexenmeister achtet. Weil wir laufen hier gerade rum wie Penner Joe. Ja, bei Kick in der Krabbelkiste sich ein bisschen Equipment zusammengeklaut hat. Das Einzige, was so ein bisschen nobel aussieht, sind die Schultern. Der Rest sieht halt eher aus als hätten den Obdachlose noch weggeworfen. Gerade hier so kurze Hosen. Ich meine, wird ja auch dann auch kalt. Und dann so ein, das Hemd, da kann man sich noch drüber streiten. Das ist ja doch ganz in Ordnung. Aber so kurze Hose geht halt gar nicht. Dann so ein paar einfache Schlappschen an. Ist ja auch nicht so das Wahre. Und dann hier, gut, der Fellumhang. Der ist schon in Ordnung. Er hält ja auch warm. Aber ich denke, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr drin jetzt in nächster Zeit. Aber unsere Hose ist auch kaputt. Vielleicht wird sie. Ach ne, ist auch eine Kniehose. Die Kniehose des Seebären. Ja, es hat wahrscheinlich schon 20 Matrosen vor uns getragen. So sieht die Hose aus. Ja, und der Gürtel, der ist ja auch ein goldenes Band. Na, da kann man sich noch mit anfreunden. Armschienen, Handschuhe sind jetzt auch nicht so das allerbeste, tollste. Mal die Handschuhe da irgendwie so mit Federn und so gelöt. Ja, wobei das geht auch noch. Wie gesagt, das ist so ein bisschen die Zusammenstellung, die es da auch ein bisschen ausmacht. Ja, ist aber gut, als mit Level 51 kann man auch nicht erwarten, dass man wie Hans-Georg der schreckliche Hexenmeister aussieht. Das kommt ja alles noch so mit Level 70 irgendwann. Ich meine, ich erinnere da nur in WoTLK an die ja, etwas dezente SM-Maske, die man teilweise getragen hat, als Stoffi beim Leveln. Und auch ja später noch, als es ja auch einige Epics mit diesem Modell gab. Das sah mitunter doch sehr panne aus. Muss man ja sagen. Ach, hier kann man ja noch nicht aufmounten. Na, dann müssen wir kurz warten, bis wir angekommen sind. Und hier hüpf. Zack, da sind wir. Aufs Teufelsross und dann ab dafür. Kommt so ein dickes Bärchen entgegen. Na, gucken wir mal. Oh, da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Quest. Kann man ja mal gucken, was die so sagt. Ich glaube, die schickt uns nach Ungoro. Spricht das aus? Ja, ihr schickt uns nach Ungoro, da wollen wir nicht hin. Wir möchten da erstmal oben auf den Turm und danach nach Okoma fliegen. Ja, mittlerweile ist ja auch hier über das Halloween-Event am Laufen, da können wir leider auch noch nicht dran teilnehmen. Das geht nämlich auch erst ab Level 70. Beziehungsweise auch ein, zwei Level früher. Aber auch Level 70 ist ausgelegt und hier gibt es tatsächlich eine neue Quest. Dann gucken wir mal, was die so Braucht ihr hat. Hilfe?
Die Bitte eines Wichtels. Nature Chaos. Ein Wichtel im Teufelswald namens Impsi, sehr einfallsreich dieser Name, hat nach euch verlangt. Seine Bitte ist etwas merkwürdig, da er möchte, dass ihr ihm ein Stück Teufelsstoff als Zeichen des guten Willens bringt. Bedenkt man die Macht, die ihr bereits als Hexenmeister besitzt, kann ich nur vermuten, dass ihr wisst, dass die Satyren des Teufelswalds diesen Teufelsstoff bei sich tragen. Ihr findet Impsi nördlich der Blutgiftfälle, von denen ich hörte, dass sie um diese Jahreszeit recht schön sein sollen. Bringt ein Stück Teufelsstoff zu Impsi. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, das ist eine Sache. Ich glaube, das können wir dann machen, wenn wir sowieso auf dem Weg Richtung, Richtung Winterquell sind, weil dann machen wir das einfach mit. Diese Quest, da hoffen wir dann auch, dass sie sich so ein bisschen über den Teufelswald erstreckt. Und wie gesagt, dann machen wir das da einfach mit. Dann brauchen wir jetzt nicht extra dafür in den Teufelswald schlapschen. Was liegt an? Sondern wie gesagt, setzen wir unsere Reise jetzt erstmal nach Ukrimmar fort. Um da so wieder auf den neuesten Stand der Dinge zu kommen, Freunde. Ach ja, ich sag euch das. Und ja, wie gesagt, dann geht es ja auch erstmal in die Pestländer. Das ist zumindest mein erstes Reiseziel. Das Reisebüro Nature Chaos empfängt Sie heute für eine Reise in die malerischen Landschaften der Pestländer. Lassen Sie sich nicht von umherlaufenden Toten, völlig irren, geistesgestörten Kreuzfahrern oder sonst was beirren. Eine wunderschöne malerische Landschaft, die Sie da erwartet, und ein etwa 0,4-Sterne-Hotel. Inmitten von Andorhall, sprich, man ist direkt mitten in der Action. Mit Blick auf einen wahnsinnig gewordenen Licht, der versucht, die Toten zu erwecken und ganz Azeroth zu überrennen. Aber das braucht sie nicht zu beunruhigen. Die Sicherheitskräfte vor Ort haben auch keine Chance gegen den. Da brauchen sie sich gar nicht drüber aufregen. Wenn sie Glück haben, werden sie am Ende des Urlaubs auch als lebender Toter erweckt, können sich den Angriffen gegen die Helden von Azeroth anschließen. Das sind auch schöne Aussichten. Also da würde ich sofort meinen Traumurlaub verbringen, glaube ich. So, hüpf. Oh, kein Fallschaden, sowas. Da steht ein Druide mit den T4-Schultern. Die habe ich auch immer gemocht, das T4-Set. Das helle Druiden-Set. Das gefällt mir recht gut wohl. Ich habe ja zu dieser Zeit Druide gespielt. Und das war eigentlich immer... ich fand, das ist mit eines der schönsten Sets. So, wir suchen benutzbare Gegenstände. Oh, da gibt es einen epischen Stab. Mit Intelligenz... Ausdauer, Willenskraft und Naturwiderstand. Das Problem ist nur, der bringt uns halt nichts, weil er keine Zaubermacht drauf hat. Wir wollen ja auf jeden Fall was mit Zaubermacht. Das natürlich auch verringert 10 Sekunden lang das Maß an Bedrohung gegenüber allen Feinden. Das ist ja awesome. Hm, nicht so ganz. Wirrholz, Naturzauberschaden. Ja, ich glaube, hier das... Waffenmäßig sind wir noch recht gut aufgestellt. Außer es gibt eine Offhand, die viel, viel stärker ist. Dann würden wir natürlich wechseln. Aber Offhand macht hier nur 17 Schattenzauberschaden. Da hatten wir den Umbral-Kristall nicht auch eine ganze Weile an. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war es... Ne, die Antipodenroute war das auch nicht. Flüssige Feuer auch nicht. Ich glaube, das war dieser Umbralkristall. Den hatten wir ein Momentchen an. Egal. Finger gucken wir gerade nochmal, ob es hier was Neues gibt. Eiseskälte, da haben wir immer noch das Unterweltlerband an. Ich glaube, da wird auch in erster Zeit erstmal nichts mehr drüber kommen. Kritische Zaubertrefferwertung. Das würde ich sogar, glaube ich, noch... Moment. Kann ich das ein zweites Mal anziehen? Das ist nicht... einzigartig anlegbar. Das würde bedeuten, ich könnte es eigentlich noch ein zweites Mal anziehen.
Es wäre auf jeden Fall deutlich stärker als das, was es hier so gibt. Aber ich glaube, es ist mir einfach im Moment ein Stückchen zu teuer. 20 Gold, auch wenn wir die 100 Gold haben, die möchte ich auch nicht dafür verschleudern. Deswegen, ja, Goldring der Macht, das ist halt schon nicht schlecht. Hier gibt es nur 8 Zaubermacht, aber dafür keine Stats. Ich glaube, wir behalten die Ringe einfach. So, was gibt es hier an Schmuck? Die 6 Dämonentasche gibt es noch. Ansonsten auch nichts Spannendes hier. Ne, dann, achso, Halskette. Hals vielleicht gibt es ja. Was haben wir denn da so? Da haben wir den Zileas Halsreif. Und hier gibt es den Lilienkranz. Ja, das ist auch nicht so pralle. Da gibt es auch nichts Besseres. Na gut, dann bleibt es dabei. Dann gucken wir mal weiter hier. Kopf. Oh, da gibt es Cassandras Anmut. Da haben wir aber den Traumzirnreif. Und der ist besser als alles, was es hier gibt. Dann, was haben wir hier? Der Hexer-Ältestenmantel. Oh, der ist ja schon so ein bisschen verführerisch. Das sind 7 Zaubermacht mehr. Ich glaube, den gönnen wir uns mal. Zack. So, dann gibt's. Oh, hier gibt es immer noch nur die Elementargewandung als Bestes. Gut, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Gürtel der Beschaulichkeit. Ja, ist jetzt nicht so viel besser. Das lohnt sich nicht, die Investition. Dunkelgewirkte Bunthose. Ja gut, da ist jetzt auch nicht so viel Handlungsbedarf dann. Ich meine, 10 Int ist jetzt auch nicht so toll. Würden halt 5 Zaubermacht verlieren. Nein. So, was haben wir hier? 7 Intelligenz. Nein, auch nicht so toll. Oh, hier gibt es welche mit Zaubermacht drauf. Aber die kosten halt auch direkt und sie haben sonst nur Willenskraft. Dann danke, nein. So, die haben wir ja, im Prinzip so ähnliche haben wir an. Macht sucht sich auch nicht viel. Hat schon den Griff. Haben wir ja gecraftet, geschenkt bekommen mit 18 Zaubermacht. Die lassen wir auch erstmal, weil die sind schon ziemlich gut. Auf Phantom Cape. Ja, ist alles auch nicht so toll. Ja, dann hat sich es auch schon wieder, Freunde. Gibt's jetzt nicht so viel, gab jetzt nicht so viele Upgrades, aber immer ein paar schicke Schultern konnten wir uns leisten. Die müssen wir nur noch abholen. Unten am Briefkasten. Zack, komm her. Auch weiterhin freue ich mich natürlich über jeden Brief, den ihr mir schickt. Ich freue mich ja immer ganz schön drüber, wenn man was zu lesen hat. Beziehungsweise generell einfach, wie gesagt, ein paar nette Grüße. Da freue ich mich immer drüber. Und da muss jetzt auch nichts am Brief dranhängen, sondern einfach nur mal Hallo sagen, ne? Kann man ja mal machen. Also wenn ihr Lust drauf habt, einfach mal schreiben. Da, ich freue mich auf jeden Fall drüber. So, und dann noch zum Hexenmeisterlehrer. Und dann ist ja unsere Runde auch schon abgeschlossen. Beziehungsweise verkaufen müssen wir natürlich noch. Bevor unsere Runde abgeschlossen ist. Und dann machen wir auch erstmal wieder Feierabend. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter im Dingens hier. Im westlichen Pestländern. So. Ums Becken und alles drum und dran muss ja auch noch gemacht werden. Was hat er für eine Quest? Thrall Hall. Allianzbeziehung. Achso, das war das. Ja, die brauchen wir nicht. So, Kamerad. Kamerad Schnüchen, was hast du uns? Was kannst du uns alles beibringen? Zauberstein herstellen, ne? Sogar immer so schlecht. Seelenstein herstellen, ne, Dämonenrüstung, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, weiter geht's. Fluch der Pein, ja, auch. Lebensentzug, ja, traumhaft, dunkler Pakt, ja, brauchen wir ja dann erstmal nicht, aber Todesmantel brauchen wir. So, und was haben wir hier? Seelenfeuer, oh, Seelenfeuer, verbrennt die Seele eines Feindes und verursacht 623 Schaden. Castzeit 6 Sekunden, kann man ja mal machen. Brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Feuerbrand brauchen wir auch nicht. Ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Wann gibt es denn hier wieder was Interessantes? Oh, was haben wir hier denn so? Lebenslinie, nee. Schattenzauberschutz, nee. Dämonensklave. Ah, Dämonenrüstung mit 60 dann wieder. Fluch der Schwäche. Blutsauger mit 54.
Alles klar, Verderbnis mit 54, Adelass mit 56. Also mit 54, 56 sollten wir das nächste Mal auf jeden Fall danach Dingens kommen. So, und dann einmal bitte Talente verlieren. Jawohl. 5 Gold, ja, tut zwar ganz schön weh, aber muss halt dann sein. Und dann fangen wir mal an. Dämonische Umarmung 5-mal. Dann Teufelsintelligenz, verbesserter Leerwandler. Ich würde sagen, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also erstmal 2 verbesserte Leerwandler, das reicht vollkommen aus. Das hier lassen wir erstmal komplett raus. Erhöht die Ausdauer eures Wichtels. Ja, das machen wir auf jeden Fall. 3 Stück. Und dämonische Ägide sollten wir auch dann machen. Unheilige Macht nehmen wir auf jeden Fall mit. Dämonische Opferung müssen wir einen reinskillen. Das ist jetzt nicht so toll erstmal. Deswegen machen wir erstmal die anderen Punkte voll. So, und jetzt können wir hier Meister der Beizauberung gelöt mitnehmen. Meister der Dämonologie. Ja, das ist auf jeden Fall was wir später auch mitnehmen werden. Erstmal wieder den Mana-Nachschub. Weil dann kann man auch schon anfangen hier rein zu skillen. So. Seelenverbindung natürlich. Und dämonisches Wissen voll durchskillen. Und was haben wir hier? Dämonische Abhärtung. Verringert die Chance, dass ihr vor einem kritischen Treffer blablabla, verringert lediglich von eurem beschworenen Dämonen erlittenen Schaden. Also 15% erlittenen Schaden auf den Leerwandler ist schon eine ganze Menge, ne? So, und dann erhöht die kritische Nahkampftrefferchance und Zaubertrefferchance von euch und eurem beschworenen Dämon. Ich mache jetzt nicht so viele Zauber, die kritten können, weil zu BC-Zeiten können Dots noch nicht kritten, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das kam ja erst dann mit WOTLK, konnte man das dann auf einmal mitskillen. Bzw. war das ein Talentpunkt im Gebrechensbaum. Von daher würde ich das erstmal lassen. So, jetzt haben wir 5 Punkte noch zur Verfügung. Dann setzen wir auf jeden Fall hier noch 2 rein und dann können wir eigentlich in den Gebrechenbaum gehen und können die Zauberzeit von Verderbnis reduzieren. Ja, weil das, also wie gesagt, das, ja, einmal können wir, können Teufelsbeherrschung auf jeden Fall mitskillen, dann setzen wir noch 2 Punkte hier rein. So, gut. Dann haben wir wieder das Wesentliche. Beide Dots, Lebensdieb. Dann brauchen wir, dann können wir jetzt auch mal Dingens hier reintun, zack. Und, wo haben wir es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Draußen ist schon wieder irgendwas Feuerwerkartiges am Abfackeln. Also irgendwie alle Viertelstunde, beziehungsweise nicht alle Viertelstunde, alle paar Tage ist hier bei uns vorm Haus, beziehungsweise in der Stadt irgendwo Feuerwerk. Ganz verrückt. Was wollte ich jetzt noch da rein tun? Das ist jetzt die Frage. Seelenlieb? Ich wollte noch irgendwas da reinpacken. Ach, Teufelsbeherrschung. Da haben wir es. Zack. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts. Das werden wir dann im Kampf merken. Seelenverbindung natürlich. Ach, haben wir da draußen. Alles klar, jetzt gibt es auf jeden Fall wieder gleich ziemlich viele Buffs. Gut, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch bitte ein Däumchen oben. Wenn nicht, dann lasst das doch bleiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode von Let's Play The Burning Crusade mit mir, dem Nature, wieder. Macht's gut!